Ayan na guys, yung mga pinapanood namin araw-araw katapos ng training. So guys, die Gurt-Cocktails hot, doch im Gegensatz zu mir bist du nicht daheim. Du bist im Stadion bei deinem Verein, weil die Konditore schierst, wenn du den Ole Ole dazu singst. Weil die Brauerei zusperrt wirst, wenn du ja Bier mitbringst. Wenn du nicht da bist, dann lieb ich dich am meisten. Wenn du nicht da bist, dann gehst du mal richtig ab. Wenn du nicht da bist, dann spann ich auf das, was jen wir ha. Und das scheint nicht Geld frei Mo. Jetzt im Moment mit mir gerade so. Wahrscheinlich sitzt du gerade am Kuhigisch mit der Zeitung und einem Feierabendbier. Zeitung ist an die Schiebab, weil jetzt sonst immer ich am Fisch. Und jetzt hast du Zeit lang noch mir. Und wir noch keine Kinder gehabt haben, da war ganz genau gewusst, wie wir unsere Kinder mal erziehen werden, wie wir überhaupt. Das hat sich dann als sehr theoretisch herausgestellt. Da haben wir umgeschaut, man hat da wesentlich weniger Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man sich das als kinderloses Paar vorgestellt hätte. Also zumindest bei unseren Kindern war es so, die sind vom Charakter her einfach fertig aus Wald gekommen. Die kommen raus und dann sind sie fürs Sand. Da kannst du nichts mehr machen. Du kannst dich nicht nur grüß dich für dich, bitte danke lernen und ansonsten einfach schauen, dass du gut versichert bist. Und ich schaue jetzt einfach, dass ich es wirklich selbstständig erzähle, dass mir die Sparer, wenn die erwachsen sind, nicht nur ewig da bleiben. Also ich habe da letztes Jahr so ein erschreckendes Erlebnis gehabt. Das war Anfang Mai, das war der erste heißen Tag. Und dann bin ich an der Baustelle vorbeigegangen. Und dann habe ich gehört, wie ein Maurer, ungefähr 30 Jahre alt, zu seinem Arbeitskollegen gesagt hat, voll Schwitz für Zange, meine Mutter hat mir heute lange Unterhosen hingelegt. Das möchte ich nicht, dass meine Kinder mal über mich sagen. Okay. Und deswegen versuche ich, die möglichst selbstständig zu erziehen. Die werden jetzt von mir nicht so verwöhnt. Ja. Die kriegen jetzt ihr Wäsch zum Beispiel mit zusammengelegt und bügelt und Schrank geliefert. Nein, sagen wir, bei vier Kindern vom Aufwand her ein bisschen zu viel. Und nein, bei uns ist so, bei uns hat jetzt Kinder eine eigene Wäsche stehen im Zimmer. Und ich habe vier verschiedenfarbige Kiwi. Da sortiere ich nein, dann drücken die einfach feucht im Kiwi. Ja, und dann sind die selber verantwortlich, wie das Toten ausschaut. Ja, das finden die sehr blöd. Das T-Shirt ist so schwierig zum Aufhängen, das schaffe ich nicht. Oh Gott. Sag ich, du, der muss knackeln, gar nicht viel älter wie du. Ja, es ist nur schaffen, dass du es aufhängst. Ja, ich finde, man muss das schon ein bisschen mit der Realität konfrontieren. Also aus denen verantwortungsbewusste Verbraucher werden. Ne? Und halt nicht zu verwöhnen. Was mir da die Augen geöffnet hat, das war eine Geschichte, die ich in der Zeitung gelesen habe. Bei uns ist so ein Rentner, der schreibt immer so Tierfabeln. Gibt es so Kinderseiten in der Zeitung? Und da habe ich mal nicht rausgerissen, weil da kann man wirklich.
ang aming after training. After training namin, dito kami kakain. Hey! Ayan, hey! It's pretty cool. Ayan, yan, 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 yan. After ng concert, ayan, dito kami mga lalabs. Dito kami kakain. Ayan. After ng training namin. Ayan. Ayan, McDonald's tayo. McDonald's. At marami itong marami itong penis. Ayan, this is the one. In Karma, und da ist es so schnell genug hin. So, Yvonne, kain, kain. Genau, beim Essen, danke. Essen, Essen. Weg! Wie weg? Wir so ungern beim Essen drücken. Du bist nicht dabei, Yvonne. Ja, ist ja scheiße, dann laufen. Bei Widen? Ja, bist du ehrlich gebrochen? War voll Ski, weil das war, ich weiß nicht, ob du ihn anschaust. Ich hab's nicht gesehen. Doch, das war schon Ski. Nein. Aber der Schlag war nicht drauf. Ja, nein, das geht auch ganz schön. Also da ist echt der Bock zu verletzen, echt irgendwas jetzt so, also mit Knöcheln und so, aber er hat sich sonst bei uns immer so was getraut. Der Klaus einfach. Ja, er hat voll so laut gemüllt. Auf dem dritten Spiel. Das ganze Ding ist voll erfrischend. Das ist mir jetzt schwach, dass das vorbei ist. Ja. Nimm für dich, bis es so viel da. Ja. Was mal dies du überhaupt? Das haben wir noch nie gesehen. Das ist ja das du noch. Ich Salat. Das ist, war normal eine Plastikbox. Den nehmen wir schon. Salat. Die schmecken voll gar nicht schlecht, ne? Ja, die Box schon, glaube ich, noch nicht. Der ist ja einer, glaube ich, noch. Will ich mal eins machen? Mal ist. Ich mag die Großen nicht. Gib mir mal weiter. Ich glaube, jetzt macht es jetzt aus, oder? Ruhig. Jetzt aus. Ruhig. Du bist nicht dabei. Du musst weg. Du bist weg. Ich will so essen. Na, isst einfach. Ich habe dich umgedreht. Kann man wegschneiden. Ja, man sieht ihn. Was sagt der Nico? Kommt der wieder? Ja, schon angepisst. Ne? Ha? Schon angepisst. Jetzt nicht unbedingt der Mossin, aber sich selber. Vitamin C nehmen. Wie hat das gemacht? Muschen oder was? Als Kerl sagen wir, dass wir ganz viel Vitamin C nehmen. Wachschneidet haben. Ich hab das schon richtig badet, als ich nur so ein Teil hatte. Ich hab so eine Lage. Und den hat zwei Durchspülen, ne? Schon richtig geil. Ja, ich glaube nicht. Ich bin die letzten ein Durchspülen, ich glaube nicht. Ich bin nur schuld. Ich meine, das ist gar nicht alles. Ja, aber es ist zu laut, weil diese paar Fleisch. Ja, aber wenn du so hoch ist, dann müssen sie das nochmal brechen, dass es ja. Brechen hat. Ja, kommt drauf an, nicht immer. Und von mir haben sie da fahren sie dann mit dem Eisen rein und dann wird es ausgelöst mit dem Eisen. Der Ernst? Ein Kumpel von mir haben sie Gott, dann noch mehr drin, das wieder gerät man ist. Ja, ich war nicht lange zusammenwachsen. Ja, das hat halt so Tampons reingekriegt. Mhm. Das hat gesagt, was alles nimmst, die weiß ich auch. Zwei Wochen wieder ausgezogen haben wir das so. Mhm. Ayan, after ng concert, guys, kasi may training kami dito at may concert. Ayan yung concert, oh. Kaya, di kami umuwi ng bahay at dito lang kami kumain. Sa McDonald's.